Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Nahrungsergänzungsmitteltest hier auf dem Kanal. Wir haben uns schon die pure Variante davon angeschaut und heute geht es weiter mit Puracell, passend zur puren Variante, dem liposomalen Vitamin C plus Zink. Wir haben uns schon das pures liposomales Vitamin C plus Zink angeschaut und heute mit ja, Aromen, aber natürlich Unxylit. Schauen wir uns das Ganze einfach an. Vom Design her finde ich schon ein bisschen schöner, ein bisschen grüner, nicht so dieses weiße Pure, was ja aber an sich eigentlich besser für den Körper ist. Aber wir schauen uns das Ganze an. Vitamin C, wissen wir, Antioxidanz, das gängigste Antioxidanz, was es so überhaupt gibt und was der Körper auf jeden Fall auch braucht. Und Zink, ein sehr, ja, sehr wichtiges Mineral bzw. Elektrolyt, auch sehr wichtig, auch sehr unterstützend für den Körper, sowohl normal wie auch für Sportler. Ja, super Ding, Nahrungsergänzungsmittel von Puracell, let's go. Verzehrsempfehlung, ca. 8 ml pro Tag, also ein Viertel Messbecher. Den haben wir hier, sehr gut, schon mal bereitstellen. Ohne Gentechnik, ohne Farbstoffe, glutenfrei, laktosefrei, super, hergestellt in Deutschland. Bla 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 bla. Vertrieben durch die Puracell GmbH im Kapellenweg 64 in 46514 Schermbeck. Schöne Grüße natürlich aus Schermbeck. 250 ml haben wir drin. Und Leute, dann kommen wir schon zu den Nährwertangaben je 8 Milliliter. Oh, ist immer ungewohnt, dass wir nicht 100 Milliliter haben. So, wir haben Phospholipide, also genau weshalb auch liposomal. Das steht einfach dafür, dass es direkt vom Darm aufgenommen werden kann und diese Lipide es direkt zu den Zellen transportiert, wo es gebraucht wird. Also effektiver auf jeden Fall, als wenn ihr es über Kapseln oder Pulverform aufnimmt. Ist auch studienbelegt, also ich laber hier nicht einfach nur vor mich hin. Phospholipide 1040 Milligramm, Vitamin C 1008 Milligramm, decken 1260% von der, vom Referenzwert von der DGE. 1260% mit einer Portion. Aber ich muss sagen, ich nehme am Tag so ungefähr insgesamt 2 Gramm zu mir. Dann sind wir bei ja, 2000, über 2000%. Ja, also nur, dass ihr mal die Relevanz sieht, was empfohlen wird und was man echt machen kann. Und man kann ohne Probleme bis zu 5000% von der empfohlenen Menge nehmen. Und den Rest scheidet der Körper einfach eh aus. So, Sanddornextrakt 40 Milligramm, Zink 15 Milligramm, decken 150% vom Tagesbedarf. Und Resveratrol haben wir 2,4 Milligramm, auch nochmal ein wichtiges Antioxidant, was auch im Körper gar nicht fehlen sollte und generell auch in Nahrungsmitteln nicht fehlen sollte. So, kommen wir jetzt zu den Zutaten. Wir haben flüssige Nahrungsergänzung mit Süßungsmitteln. Zutaten, Hauptzutat Wasser. Als Süßungsmittel haben wir Xylit. Auch hier studienbasiert Xylit einer der besseren oder wenn nicht mit besten Süßungsmitteln, aber immer noch bin ich halt kein Fan von Süßungsmitteln, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir Natriumascorbat fürs Vitamin C, cool. Phospholipide aus Sonnenblumen, cool. Sanddornextrakt, natürliches Apfelaroma, also um den ganzen halt ein bisschen Apfeltouch zu geben vom Geschmack. Zinkascorbat, auch gut für den Zink, Zitronensäure und Resveratrol. So Leute, Gesundheitsnote gibt es von mir direkt eine 1. Wo das Pure, glaube ich, eine 1 plus bekommen hat, kriegt das hier halt eine 1 wegen den Süßungsmitteln und dem Apfelaroma und der Zitronensäure. Geht, was das angeht, auf jeden Fall besser, aber ist jetzt echt eine 0,0 dramatisch. Bezüglich meiner Gesundheit, mir geht es immer noch nicht gut. Ich hatte, falls es jemanden interessiert und meine Videos dann noch nicht gesehen hat, ich hatte einen Insektenstich vor, jetzt für euch sind es schon 18 Wochen dann oder so. Für mich sind es jetzt gerade vor 15 Wochen. Und ja, und seitdem ja, steht mein Leben ein bisschen Kopf. Ich fühle mich den ganzen Tag nur müde jeden Tag. Ich komme kaum aus dem Bett. Es ist echt eine Qual. Und ich habe noch keine gescheite Diagnose, beziehungsweise überhaupt irgendeine Form von Diagnose, außer erhöhte Epstein-Barr-Virus-Werte, aber die hatte ich auch schon davor. Naja, Leute, wir hauen uns das Ganze hier 8 Milliliter, wenn es auch mal 9 sind, oder wie in meinem Fall jetzt hier 10, ist jetzt nicht so dramatisch. Aufs Wohl. Oh, die Zitronensäure macht schon sehr ein bisschen säurig. Das Apfelaroma kommt gut durch. Wichtig auch, ich habe es jetzt normal, aber immer mit viel Wasser oder zur Normalzeit zu sich nehmen, dass es auch vom Darm und so besser, also nicht so stark direkt auf den Magen-Darm-Trakt wirkt, auf den Verdauungstrakt. Aber schmeckt super. Schmeckt, ich weiß gar nicht, das normale Pure hat mir jetzt auch gar nicht, also das hat auch ganz gut geschmeckt. Das schmeckt auch gut, kann man nicht meckern, kriegt eine
1 minus. Also kann man wirklich nicht meckern. Puracell, Vitamin C plus Zink in liposomaler Form. Wir haben es uns jetzt mal angeschaut. Am Ende natürlich eine klare Gesundheitsempfehlung, natürlich. Aber immer noch am Ende, es ist ein Ergänzungsmittel. Wenn ihr genug Salat isst, wenn ihr genug Früchte isst, wenn ihr genug Gemüse isst, braucht ihr letztendlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich mache das jetzt nur wegen meiner Krankheit vor allem. Ja, ansonsten ernährt euch einfach gesund, ernährt euch ausgewogen. Und wenn ihr euren Körper eben bei einer Krankheit oder sonst was extra unterstützen wollt, könnt ihr gerne bei Puracell vorbeischauen. Wir haben super Produkte. Ich bin selber sehr überzeugt. Das ist keine Werbung. Ich kriege kein Geld dafür. Ich zahle es alles selber. Und ja, ansonsten, Leute, bleibt immer schon happy. Gebt niemals auf. Bleibt immer vor allem gesund. Wer auch irgendeine Erfahrung mit einem Insektenstich über Nacht hat, ich hab deutschlandweit und weltweit da noch nichts Ähnliches gefunden. Also weltweit schon, aber deutschlandweit nicht. Würde mich freuen. Oder jemanden kennt, einfach, ja, was man am besten dagegen tun kann. Oder irgendwie einfach mit jemandem reden, der das vielleicht auch hat. Ansonsten immer schnell happy bleiben, niemals aufgeben und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao!